Moin Moin und hallo, heute ein schönes, cooles Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Klatschronik Kaffeeautomat KA3552. Einprägender Name, oder nicht? So, hier ist die Verpackung unseres Gerätes. Wir haben in diversen Sprachen dort eine Vorstellung und an der Seite steht drauf, für 8 bis 10 Tassen Kaffee, 1,25 Liter, Nachtropfsicherung, Schwenkfilter, ein Ausschalten mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige, Wärmeplatte mit Abschaltautomatik, 230 Volt, 50 Hertz, 870 Watt maximal. So soll der Freund gleich aussehen. Wir werden checken, ob er so aussieht. Und kommen wir nun zum Auspacken. Dieses Gerät ist jetzt nicht ein Top-Kaffeeautomat. Es ist aber absolut ausreichend, um sich einen Kaffee auszudrutzeln. Deshalb ist es von mir erworben worden. So, wir öffnen die Verpackung und als allererstes lacht uns eine geschriebene Bedienungsanleitung vor. Die ist sogar ganz schön fett, weil sie in ganz vielen verschiedenen Farben gehalten ist. Das andere hier wird zum Garantiegedöns sein. Alles klar, brauchen wir nicht. Potter weg. Dann haben wir hier Noppenfolie. Na Moment, wir wollten ja weitermachen. So, jetzt kriege ich das da raus. Boah, das ist ja voll fest. Oh, alles klar. Guckt mal, die Seite ist aufgegangen. Wie unboxfreundlich doch diese Verpackung ist. Das war die unboxfreundlichste Verpackung bis jetzt. Nicht schlecht. So, das Ding ist eingepackt. Ganz gut. So. Das ist wirklich gut eingepackt. Was wird denn hier zum Vorschein kommen? Ich glaube, es ist die Kaffeekanne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tassen soll das wohl darstellen. Geöffnet wird das Teil hier über diesen Hebel. So sieht's aus. Stylisch, schwarz-rot gehalten. Es fühlt sich jetzt auch nicht billig an. Also es ist ein guter Kunststoff gewählt hier. Wirklich, wirklich, wirklich. Und es ist echtes Glas. So, jetzt bringen wir mal hier weiter. Und da ist sie mit solchen Sicherungsbändchen versehen. Die entfernen wir auch mal. So, Mignondor, weiße. Okay, dann schauen wir uns mal an. Schwarz-rot gehalten. Hier unten ist auch noch was drin. Oh ja, meine Güte. So, hier unten ist die Warmhalteplatte. Hier rechts gesehen ist der An- und Ausschalter, der irgendwie nicht funktionieren will. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil kein Strom anliegt. Wird eine Sicherung sein. Hier haben wir den Füllbereich. Bis zu 10 Tassen. Und wo kommt das rein? Wir klappen das Teil hoch. Und da kommt Wasser rein. Einfach nur Leitungswasser. Und dann seht ihr nämlich hier schon, wird das Wasser dann hochgepumpt von unten. Läuft hier durch. Und kommt dann hier oben auf der Höhe raus. Wenn wir das dann hier aufklappen. So, aufklappen. Läuft das nämlich dann, hier kann man es bestimmt besser sehen. Hier, guckt mal, da kommt es hin. Da kommt es hoch, hier kommt es lang. Und hier wird es dann nach unten abgegeben. Läuft dann hier durch, da ist der Filter vorher drin mit dem Kaffee. Dann läuft das da durch, natürlich wenn das zu ist. Und dann kommt es hier unten in, ja, und dann läuft es hier unten in unsere Kanne. So brutzelt der dann vor sich hin. So, das Produkt ist, fühlt sich doch hier oben etwas preiswerter an. Vor allen Dingen die Öffnung hier ist hakelig. Also das hier wird, ist nicht so gut geeignet zum oft öffnen,
Wirklich, das ratscht ganz schön. Warum ratscht denn das? Weil da hinten wahrscheinlich... Ja, das ist nur so ein Plastiknippel hier. Und dieser Plastiknippel fährt dann hier rein. Aha, gut, verstanden. Also müsst ihr das hier reindrücken und dann ist zu. Okay, also es funktioniert aber. Die sieht cool aus. Nur halt... Oh, die Kaffeetasse am Anfang hier, die Kanne, hat mehr versprochen, als doch dann geliefert worden ist. Also es fühlt sich nicht so wertig an, aber egal. So, einstecken, zack, hier Strom dran. Dann die Klappe hinten auf, Wasser rein. Dann die Klappe hier oben auf, aufklappen. Filter rein, Kaffee rein, zuklappen. Zumachen. So, zumachen. Und dann Schalter betätigen, warten, bis es hier runterkommt. Dann habt ihr frisch aufgebrühten Kaffee und könnt ihn genießen. So, cool. Preiswert und akzeptabel. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.